Hallo Freunde, jetzt passiert es. Mein erstes eigenes Album kann man ab jetzt vorbestellen. Ihr könnt das Album auf Amazon vorbestellen. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Es würde mich riesig freuen, da ihr mich dadurch extrem unterstützen würdet. Gerade jetzt in der Zeit, wo Konzerte nicht möglich sind. Bis hierhin hat es ein wenig gedauert. Dafür bin ich umso glücklicher. Hier ist meine Geschichte. Hier ist die Geschichte zu Schlagzeilen. Zum Singen kam ich das erste Mal durch das Schauspielen. Nachdem ich die Hauptrolle ergattert hatte, musste ich vor dem Auftritt ein Lied singen. So hat das alles begonnen. So kam ich zum ersten Mal auf ein Cover einer kleinen Zeitung. Als ich in die Oberstufe in den musikalischen Zweig wechselte, spielte ich schon Gitarre, Schlagzeug und Trompete und entschied mich dann für Singen als Wahlpflichtfach. Und so abiturierte ich letztendlich sogar im Gesang und bekam dann anschließend die Hauptrolle im Musical The Sound of Music. Als Baron von Trapp kamen die nächsten kleinen Zeitungsartikel zum Vorschein. Meine Gesangslehrerin riet mir damals zu einem Studium für Oper, aber ich wusste, dass das damals nicht das ist, wofür mein Herz schlägt. Nach der Matura absolvierte ich meinen Grundwehrdienst beim österreichischen Bundesheer und bewarb mich anschließend bei The Voice of Germany. Und das Ganze ging so aus. Baby, lock the door and turn the lights down low. Mein Video wurde zum Internet-Hit und ich schrieb zum ersten Mal Schlagzeilen. Mehr als 6 Millionen Aufrufe und sage und schreibe 35 Millionen Klicks auf Facebook. So konnte ich meine Karriere starten und gelangte bis ins Viertelfinale. Ich lernte damals mein Management, die Starmaker in Tirol kennen und die Chemie stimmte ab der ersten Sekunde und wir sind seitdem eigentlich immer gemeinsam on Tour und ich muss denen auch ein riesiges Danke aussprechen, dass sie das alles jetzt hier möglich machen. Mittlerweile konnte ich so viele von euch persönlich bei Konzerten kennenlernen und ich war auf so vielen unterschiedlichen Bühnen und jedes Mal war es aufs Neue einfach ein unglaubliches Erlebnis. Ich unterschrieb meinen ersten Plattenvertrag und nach 3 Singles, unzähligen Covers, Live-Konzerten, Livestream-Konzerten kann ich jetzt endlich voller Stolz und Freude mein erstes Album ankündigen. Ihr habt mich bis jetzt einfach so unfassbar geil unterstützt. Und ich bin wirklich riesig dankbar für jeden und jede von euch.